Die Bärchenbande. Das flüsternde Moor. Ein weiterer schöner Tag im Bärchenwald nahm seinen Anfang. Von einem blauen Himmel schickte eine freundliche Sonne ihre wärmenden Strahlen zur Erde. Und ein sanfter Wind wehte durch die Bäume und ließ die Blätterkronen rauschen. Bärchen, Holly und Hugo saßen auf der leuchtenden Lichtung und genossen ihr Frühstück. Gibst du mir bitte noch ein Bärchenwurstbrot, Holly? Du hattest doch schon zwei Bärchen. Ja, ich weiß, aber sie schmecken so lecker. Und heute brauche ich eine extra Portion. Na dann, hier, bitte. Oh, danke. Wieso brauchst du denn eine extra Portion, Bärchen? Weil ich das Gefühl habe, dass heute noch etwas passieren wird. Ich spüre so ein Kribbeln in den Tatzen. Dann solltest du die vielleicht mal wieder waschen. Macht euch nur lustig. Aber ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Erst hatte ich ein komisches Gefühl, dann ist etwas passiert. Das kann schon sein. Schließlich sind wir ein Teil der Natur und mit ihr verbunden. Also spüren wir auch, wenn mit der Natur etwas nicht stimmt. Mit der Natur verbunden? Wie meinst du das, Hugo? Mit Gummibändern oder so? Keine Gummibänder, Holly, sondern etwas, das man nicht sieht, aber trotzdem ist es da. Ich nenne es Seele. Seele? Und was genau soll das sein? Etwas, das man nicht sehen, hören oder schmecken kann. Und trotzdem ist es da. Es steckt in allen Lebewesen und Dingen und verbindet sie miteinander. In allen Dingen? Also auch im Wald? Im Wald ganz besonders. Ui. Der ist ja unsere Heimat und gibt uns Nahrung und Schutz. Und wenn Gefahr droht, spüren wir sie schon, bevor wir sie sehen oder hören können. Das stimmt. Ich war mal auf Futtersuche. Da hatte ich plötzlich ein ganz komisches Gefühl. Deshalb habe ich mich schnell versteckt. Und da kam ein Tier vorbei, das hat ganz komische Geräusche gemacht. Ui, was war das für ein Tier? Ich weiß es nicht. Ich habe nur einen Schatten gesehen, mehr nicht. Wollte es dir etwas Böses? Auch das weiß ich nicht. Aber ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen und habe mich versteckt. Das war ein ganz starkes Gefühl. Der Wald hat dir ein Zeichen gegeben und du hast es verstanden. Das meine ich mit Seele. Sie verbindet uns und hilft uns. Sie ist immer da. Auch jetzt? Na klar. Hey. Und was sagt die Waldseele? In diesem Augenblick? Da muss ich mal lauschen. Ich höre etwas. Ein Tapsen und Schnaufen. Als würde ein Tier sehr schnell rennen. Stimmt, das höre ich auch. Aus dem Dickicht kam ein Dachs gerannt und stürmte auf Bärchen und seine Freunde zu. Didi, du bist es. Und wir dachten schon, du bist ein gefährliches Tier. Du bist ja ganz außer Atem. Ja, klar, weil ich so gerannt bin. Bist du auf der Flucht? Ich weiß es nicht. Was soll das heißen? Du sprichst in Rätseln, Didi. Also, sag doch endlich, was passiert ist. Mach ich ja. Ich muss nur kurz durchatmen. Jetzt ist es besser. Also, ich war gerade im Wald unterwegs und ich habe meine Runde gedreht. Den Pfad entlang, an der Königsinsel vorbei und bis zum blubbernden Moor. Da habe ich es plötzlich gehört. Was denn? Eine Stimme. Was für eine Stimme? Eine tiefe Stimme, dunkel und rau. Und was hat sie gesagt? Oh, das konnte ich nicht verstehen. Die Stimme hat nämlich geflüstert.
Also habe ich laut gefragt, ist da wer? Die Stimme ist verstummt und ich bin weggerannt. Und gesehen hast du nichts? Nein. Vielleicht war es nur das Blubbern des Moors. Und für dich hat es sich wie eine flüsternde Stimme angehört. Also, ich drehe jeden Tag meine Runde und ich kenne das Blubbern des Moores. Das klang heute eindeutig anders. Außerdem hört das Blubbern ja nicht auf, nur weil man laut ruft. Seltsam. Ich weiß, was das war. Was denn, Hugo? Die Waldseele. Sie hat zu dir gesprochen, Didi. Waldseele? Hugo glaubt, dass es eine Verbindung gibt, die alle Tiere und Pflanzen und Dinge miteinander verbindet. Obwohl man diese Verbindung nicht sieht. Aber trotzdem gibt es sie. Didi ist der Beweis. Die Waldseele hat zu ihm gesprochen. Und was wollte sie ihm sagen? Ja, keine Ahnung. Dann müssen wir eben selber horchen. Du willst zum blubbernden Moor? Aber ja, doch, natürlich. Schließlich hat die Waldseele eine Nachricht für uns. Das ist doch wohl klar. Und ihr wollt doch wissen, was sie uns zu sagen hat. Oder etwa nicht? Nun ja. Und wenn es nicht die Waldseele war, die gesprochen hat, sondern ein gefährliches Tier, das sich versteckt hat? Ein Tier habe ich nicht gesehen. Außerdem sind wir zu viert. Wir schützen uns gegenseitig. Ich weiß nicht. Wenn uns die Waldseele etwas sagen will, könnte es wichtig sein. Das sollten wir uns anhören. Na dann, auf zum blubbernden Moor. Wenn ihr meint. Bärchen, Didi und Holly war ein wenig mulmig zumute. Das blubbernde Moor hatte noch nie zu ihnen gesprochen und von einer Waldseele hatten sie bisher auch noch nichts gehört. Wieso sollte sie sich plötzlich mit einer Botschaft melden? Das klang ziemlich seltsam und auch ein wenig unheimlich. Da ist das blubbernde Moor. Sieht ganz normal aus. Und? Wo ist jetzt die flüsternde Stimme? Dazu müssen wir still sein und lauschen. Also, ich höre keine Stimme, nur blubbern. Und bedrohlich klingt es auch nicht, eher fröhlich. Didi, bist du sicher, dass du dir das nicht bloß eingebildet hast? Absolut sicher. Da war eine Stimme, ganz eindeutig. Aber jetzt ist nichts zu hören. Außer blub, blub, blub. Psst, seid mal still! Was ist denn, Hugo? Hört doch mal! Jetzt höre ich's auch. Da ist wirklich eine Stimme. Na bitte, hab ich doch gesagt. Aber wo kommt sie her? Die Freunde blickten sich um. Aber außer Bäumen und Büschen war nichts zu sehen. Ich glaube, die Stimme kommt aus dem Moor. Du meinst, da steckt jemand drin? Und wir können ihn nur nicht sehen? Niemand versteckt sich im Moor. Da kriegt man doch gar keine Luft. Hugo hat recht. Und wenn es das Moor selber ist, das spricht. Denn ein flüsterndes Moor? Möglich wäre es. Wegen der Waldseele. Wenn sie in allen Pflanzen und Tieren steckt, wieso denn nicht auch im Moor? Aber wieso hat das Moor bisher nichts gesagt? Immerhin fahre ich hier mit meinem Skateboard jeden Tag vorbei. Aber die Stimme höre ich heute zum ersten Mal. Vielleicht war bislang alles in Ordnung. Und jetzt stimmt etwas nicht. Das Moor meckert? Könnte sein. Und worüber beklagt es sich? Horchen wir doch mal. Vielleicht verstehen wir etwas. Also, ich verstehe nur Baumhaus. Ich glaube, die Stimme hat öde gesagt. Öde? Vielleicht ist dem Moor langweilig. Den ganzen Tag hier rumsumpfen und vor sich hin blubbern ist ja auch nicht wirklich spannend. Also, ich habe nicht öde verstanden, sondern Gemälde. Vielleicht möchte das Moor, dass wir ein Bild von ihm malen. Und es dann im Baumhaus aufhängen.
Eine gute Idee. Holen wir Leinwand und Farbe. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Wieso sollte ein Moor nach Jahren des Blubberns plötzlich gemalt werden wollen? Weil es sich zu wenig beachtet fühlt und deshalb möchte, dass alle sehen, wie schön es ist. Deshalb sollten wir nicht nur ein Bild vom Moor malen, sondern viele und sie überall im Wald aufhängen. Ja, schneller, hör auf schon, hör auf. Da laust mich doch der Affe. Das Moor hat lauft schon gemurmelt. Hallo Moor, vielen Dank für deine freundlichen Worte. Aber was genau meinst du mit lauft schon lauft? Ihr sollt rennen. Schnell rennen. Das Fell weht im Wind. Seit wann hat ein Moor Fell? Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, wir haben es hier mit etwas ganz anderem zu tun als einer Waldseele, die durch ein blubberndes Moor zu uns spricht. Oh, das Moor wird böse. Das kam nicht vom Moor, sondern aus Richtung der Büsche da hinten. Die Büsche grummeln? Voll gruselig. Ich seh mal nach. Tu's nicht, Bärchen. Wer weiß, was dich erwartet. Aber Bärchen war schon unterwegs. Mit festen Schritten ging er zum Gebüsch, aus dem die grummelnde Stimme gekommen war. Mittlerweile war er davon überzeugt, dass keine Waldseele dahinter steckte, sondern etwas anderes. Er schob die Blätter zur Seite und blickte ins Gebüsch. Ah! Oho! Bärchen! Was ist los? Alles okay? Ja, alles in Ordnung. Ich habe mich bloß erschreckt. Wovor? Statt zu antworten, kam Bärchen zurück und brachte jemanden mit. Oh, das ist ja... Ein Wolf! Wie kommt der denn in unseren Wald? Oh, Tag zusammen. Oh, mein Name ist Willi. Willi Wolf. Er hat im Busch ein Nickerchen gemacht. Ich war tierisch müde, weil ich gerade auf Wanderschaft bin. Deshalb hatte ich mich ins Gebüsch gelegt. Da ist man vor der Sonne geschützt und vor neugierigen Blicken. Und im Schlaf hat Willi vor sich hingemurmelt. Oh, das mache ich, wenn ich träume. Hat man mir schon oft gesagt. Wovon hast du denn geträumt, Willi? Dass ich über eine Wiese renne, gemeinsam mit meinen Freunden, und uns der Wind durchs Fell weht. Oh, ein herrliches Gefühl. Ach, deshalb hast du lauft schon lauft gemurmelt. Und das Fell weht im Wind. Und wir dachten, das Moor hat gemurmelt. Also, ich bin ja schon viel rumgekommen, aber von einem murmelnden Moor habe ich noch nie gehört. Hugo hatte geglaubt, es hätte etwas mit der Seele zu tun, die in der Natur verborgen ist. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Zumindest beim Moor. Klingt aber trotzdem spannend. Seele der Natur. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Dann komm doch mit. Wir waren gerade beim Frühstück. Es gibt Brot mit Bärchenwurst. Du bist herzlich eingeladen. Oh, das sage ich nicht nein. Danke für die Einladung. Der Wolf folgte Bärchen und seinen Freunden zurück zur leuchtenden Lichtung. Das Moor blieb zurück und blubberte weiter vor sich hin. Und wenn man ganz genau hinhörte, konnte man etwas hören, das wie Murmeln klang. Heute zählt das Bier, keiner bleibt alleine.